So, und da wären wir jetzt beim Ride Hard Drive Safe. Elias, kannst du mal die Kugel auftun? Ich würde sagen, für all die jetzt, die es interessiert, ist natürlich klar, ein Drive Recorder klingt immer so ein bisschen kompliziert, ist mega einfach. Man baut es eigentlich auf Batterie oben drauf und nachher gibt es ein Plus und Minus verbinden. Und so einfach läuft das nachher. Und dann wird das nachher gemessen auf dem Drive Recorder App. Wir haben das jetzt mal das Glück gehabt bei mir, dass wir das Ganze gemessen haben, durchfahren. Hey, du jetzt nicht so, come on, Mann, ich bin drive safe. Ich bin nur da. Ah, abruptes Bremsen, ja. Ja, können wir sie bremsen für Kinder. Ja, zum Glück ist es bremst. Aber schon genau, ja? Ja, kannst alles messen. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt auf den Berg rauf. Elias, probierst du aus. Wir sehen, ob du Ride Hard Drive Safe bist. Kannst du dich umziehen? Oder willst du so auf den Berg gehen? Sieht etwas komisch aus, wäre auch mal geil. Nur so ich allein mit meiner Frisur. Ganz ehrlich, was kommt mir da in den Sinn? Irgendetwas kommt mir in den Sinn, ich weiß es nicht mehr. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all say. Komm, das hat nach nichts ausgesehen. Vergiss es. Vergiss es. Ist das Ride Hard gewesen? Ja, das ist Ride Hard. Ich zeige dir da. Was Ride Hard? Kannst du mir nachher zeigen? Ich zeige dir jetzt erst, was Ride Hard ist. Okay, weil ich finde es ein bisschen, weißt du was? Wann denn? Ich bin schon mit der Ski auf den Berg gekommen. Ich finde Ride Hard bei der Skifahrer, Freeskier. Ich habe sogar extra einen Helm, den ich heute anziehe. Und du weißt warum. Das mache ich nur für dich. Gut aus. Also, damit hast du ja Ski da, jetzt kannst du endlich auch mal Schlauto und einen Helm anlegen. Cool, schön, Köpfe schützen sich, das ist fast richtig sagen. Also jetzt, ich würde sagen, Ride Hard für mich. Yeah. Be ready. Okay. Jetzt kannst du mal zuschauen, wie der Style-Faktor umgeht vor allem. Okay. Weißt du noch mal? Ja, also. Alright, alles im Griff, let's go. So, ich würde sagen, du bist auch beeindruckt. Du hast eindeutig gewonnen mit dem Ride Hard. Ich glaube, das Handy ist auch im Arsch. Ich glaube, okay, das ist mehr so ein Ride Pussy bei mir, aber der Crash hat es verursacht, dass da vollkommen Ride Hard steht. Geil. Ja. Also, ich würde sagen, wenn jemand wissen, Ride Hard Drive Safe, geht unter den folgenden Link. Wenn ihr vor allem das Gefühl habt, ich sage das auch. Das ist so einfach. Also ich finde, ich bin Ride Hard. Nein, nicht im Sinne. Segen hast du meine, also wirklich, ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich so hart gegeben hat wie du heute. Gar, ich liebe es, wenn die Athleten einem so fadengerade in die Schnurren liegen. Also, danke, Elias. Ich würde sagen, weiter geht's in der Sendung. Also, Elias Ambühl, ich würde sagen, coole Sache wieder mal. Nächstes Jahr gibt es Episoden, viel mehr mit mir drinnen. Ja, weil... Genau, ja, ja, musst du also, gar nicht mehr sagen. Ich glaube, dann wird es langsam schwierig mit der Glaubwürdigkeit, dass du ein Snowboarder bist. Wenn bei mir in der Episode drin bist, beim Skifahren. Ja, ich weiß, aber weißt du, wenn ich mal mehr Geld kann machen von der anderen Seite, ich bin so richtig so eine... So eine Geld-Bitch.
so ein Golddigger bin. Ich brauche im Prinzip eigentlich nur irgendwo eine reiche Frau, die mich durchfüttert. Also, das war random, Elias Sambühl. Ich würde sagen, Dienstag um 7:30 Uhr. Ihr könnt einstellen, nicht einstellen, was ihr immer wollt. Es ist frei. Freier Wille. Einstellen. Besser wäre, wenn ihr per Zufall einstellen, weil das wäre voll random. Oder ihr müsst einstellen. Ja, oder ihr müsst einstellen. Ciao! Ciao!